Dankbarkeit für 25 Jahre selbstständig. Ich bin jetzt 25 Jahre selbstständig. Am 10. August 1990 wandelte sich meine individuelle persönliche Welt bemerkenswert. An einem solchen Jubiläum lasse ich im Kreis meiner Mitstreiter gern Erlebtes Revue passieren. Da gibt es viele Erinnerungen, Erlebtes wird wieder wach, als ob es gerade eben erst geschehen ist. Wie im Zeitraffer brachen die Geschehnisse Ende 1989 in der damaligen DDR auf mich ein. Bis über beide Ohren in der klinischen Arbeit gerade noch die im Fernsehen gezeigten Ereignisse des 9. November 1989 als Wirklichkeit und nicht Science Fiction erkannt, überschlugen sich die Ereignisse für mich. Sie sollten unmittelbaren Einfluss auf meine berufliche Entwicklung nehmen. So habe ich damals die neue Reisefreiheit gleich dazu genutzt, um während eines Besuchs im Westen in einem Krankenhaus zu erfahren, welche Aufgaben ein Medizinphysiker dort zu erledigen hat. Für mich, der es gewohnt war, neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in echter, gleichberechtigter Zusammenarbeit mit Ärzten einzuführen und einzusetzen, war es ernüchternd und gar nicht sehr verlockend, nach westlicher Art hauptsächlich patientenferne Verwaltungsaufgaben als klinischer Strahlenphysiker zu übernehmen. Somit habe ich sofort nach diesem drastischen Eindruck die Idee geboren, mich auf dem Gebiet der Medizintechnik und klinischen Strahlenphysik selbstständig zu machen. Nun, nach 25 Jahren kann ich mit Recht sagen, dass diese Idee erfolgreich umgesetzt, noch immer lebt und selbst heute kein Ende abzusehen ist. Darüber empfinde ich großes Glück. Das ging natürlich nur auf der Basis fachlicher Kompetenz, Wissens und umfassender Fähigkeiten. Heute zum Jubiläum wird es Zeit, meinen Lehrern zu danken. Ohne diese Lehrer wäre ich in der für mich damals neuen fachlichen und Geschäftswelt nicht erfolgreich geworden. Über die Lehrer hinaus bin ich noch vielen, ja sehr vielen Helfern dankbar, die auch für meinen Erfolg mitverantwortlich zeichnen. Nun will ich mich heute mit meinem Dank auf die Lehrer konzentrieren und auch beschränken. Ich habe auch Sorge, jemanden nicht zu erwähnen. Das möge man mir verzeihen. Ich habe nicht die Absicht, jemanden zu vergessen. In noch ganz jungen Jahren hat mich mein Volleyballtrainer Pitt Ludwig in Gotha stark beeinflusst. Ihm verdanke ich die Erkenntnis, dass man nur in der Gemeinschaft stark sein kann. Die Stärke der Gemeinschaft ist die Voraussetzung für individuelles Wohlergehen. Pitt hat bei mir nicht nur bleibende moralische Werte erzeugt, ihm zolle ich heute und schon seit vielen Jahren größten Respekt. Pitt begeht in wenigen Tagen sein 60-jähriges Trainerjubiläum und ist längst dienstältester Volleyballtrainer in Deutschland. In Erfurt wurde dann Wolfgang Groß mein Lehrer und prägte mich auf dem Wege zum Abitur und Facharbeiterbrief. Das Verständnis und die Anwendung zur Mathematik brachte mir Wolfgang Groß in den 3 Jahren Erfurt bei. Das zählt bis heute. Seine Lebensauffassung und seine von Humanität geprägten Aktivitäten sind mir heute noch großes Vorbild. Der Lehrer Groß wurde schnell zum guten Freund Wolfgang. Nach Berufsausbildung, Universitätsstudium und Absolventenzeit kam ich mit der Medizin in berufliche Nähe. In der Militärmedizinischen Akademie Bad Saarow wurden meine sehnlichen Wünsche nach nutzbringender Tätigkeit in der Medizin erfüllt. Dass ich die klinischen und wissenschaftlichen Aufgaben erfüllen konnte, habe ich mehreren Lehrern und einer Lehrerin zu verdanken. Dank des Vertrauens von Professor Volker Pink bekam ich vielfach die Chance zur Ausbildung und beruflichen Entwicklung zum klinischen Strahlenphysiker. Professor Pink ermöglichte mir nicht nur das postgraduale Studium klinische Strahlenphysik, die Integration in das medizinische Team der Nuklearmedizin und praxisnahe moderne wissenschaftliche Tätigkeit, sondern auch
die Promotion zum Doktor. Ich bin Professor Pink außerordentlich dankbar. In den Jahren der Nuklearmedizin und Radiologie in Bad Saarow ermöglichte Professor Pink mir auch wertvolle Weiterbildungen in Berlin, Leipzig, Greifswald und sogar in Moskau. In Berlin brachte Frau Dr. Karin Südow viel Geduld und pädagogisches Geschick auf, um mir Zusammenhänge der Physiologie und Pathophysiologie zu vermitteln. Nur mit diesem Wissen war und bin ich in der Lage, Diagnostik und Therapie der Radiologie und Nuklearmedizin zu verstehen. Ich danke Frau Dr. Südow sehr dafür, insbesondere für die bestehende Freundschaft. In Greifswald war und ist es Herr Professor Gerhard Kirsch, der mir fachlich und menschlich auf die Sprünge half und hilft. Noch heute ist er mir ein lehrreicher Freund in fast allen Fragen. Auch ihm verdanke ich vieles, was dann Grundlage für meine erfolgreiche Tätigkeit in der Selbstständigkeit wurde. Professor Kirsch verdanke ich viele anregende Diskussionen um den Einsatz moderner Medizin zum Wohle der Patienten. CyberKnife ist da nur ein Thema von vielen. In den Jahren der Selbstständigkeit konnte ich mich auf dem Gebiet der Entwicklung von PECs profilieren. Ich verdanke dazu fast alles dem über Europa weit hinaus bekannten Nestor der medizinischen Bildkommunikation und Archivierung, Herrn Dr. Robert Langenhuysen in den Niederlanden. Aus dem Schüler-Lehrer-Verhältnis ist schnell meine wertvolle und heute noch andauernde Freundschaft zu Robert entstanden. Zu der ohne dies breiten Palette meiner Tätigkeit in der Medizintechnik gesellte sich schnell mit Beginn meiner Selbstständigkeit hohe Kompetenz zu PECs. Die Umstände brachten es sogar mit sich, dass ich im Verbund mit Dr. Langenhuysen auf beinahe unzählige Installationen zu Bildarchivierung und Bildkommunikation zurückblicken kann. Darunter ist die erste komplette Digitalisierung einer Klinik in Deutschland und die des berühmten US-amerikanischen Washington Krankenhauses Walter Reed. Bis auf den australischen Kontinent konnte ich überall weltweit mein PECs-Wissen anwenden. Vielen Dank an Robert Langenhuysen. Seit 1994 kenne ich Herrn Dr. Werner Gehring in Bad Münder. Er wurde zu meinem Lehrer auf dem Gebiet moderner Medizin, eingeschlossen die Ernährung. Wer Dr. Gehring zu seinen Lehrern zählen darf, um den muss einem nicht bange werden beim Verständnis neuer medizinischer Verfahren, deren Zusammenhänge und Entwicklungen. Ich verdanke Herrn Dr. Gehring viel Wissen um die Zusammenhänge von Stoffwechsel, Ernährung und Erkrankungen. Mit 2006 trat ich in den innovativen Bereich der Strahlenchirurgie ein. Das für CyberKnife erforderliche Spezialwissen verdanke ich zum großen Teil Herrn Professor Volkmar Jacobi in Frankfurt am Main. Noch heute, wo schon Beachtliches auf dem Gebiet CyberKnife entstanden ist, danke ich Professor Jacobi dafür. Insbesondere bin ich froh darüber, dass er für die anstehenden Aufgaben mit und um CyberKnife stets hilfreich, will sagen lehrreich, zur Verfügung steht. Wer also solche Lehrer hat, was soll dem schon beim gewaltigsten gesellschaftlichen und fachlichen Umbruch ab 1990 noch passieren? Ich war gerüstet, es ging und es geht deshalb gut.